Bei der Bahn gibt es nur bei besonderem Bedarf, zum Beispiel wenn eine Behinderteneinrichtung vor Ort ist. Wie würden Sie jetzt ein Berufskolleg nennen, in dem körperbehinderte Schüler lernen? Genau. Die meisten werden es so tun. Die Bahn ist anderer Ansicht und das führt am Rhöndorfer Bahnhof zu einer Rollstuhlfahrer-Odyssee. Rhöndorf, der Bahnhof wird modernisiert, aber für die Rollifahrer heißt es nun einen großen Umweg machen. Ankunft am Bahnhof in Königswinter. Dabei wollen Hajo Slavski und seine Mitschüler eigentlich nach Rhöndorf zum Nellbräuning-Berufskolleg, also eine Haltestelle weiter. Seit einem halben Jahr geht das aber nicht mehr. Das Problem ist, dass man als Rollstuhlfahrer in Rhöndorf nicht mehr aussteigen kann, weil der Überweg über die Gleise von Gleis 2 zu 1 demontiert wurde im letzten Herbst. Und deswegen müssen wir als Rollstuhlfahrer hier in Königswinter aussteigen. Vor den Schülern liegt eine Odyssee. Sie müssen zur U-Bahn, zur Haltestelle Sea Life Center. Das kostet Zeit und Nerven. Der Umweg ist einfach quer durch die Stadt hier in Königswinter vom Bahnhof zu Bahnhof. Und je nachdem, wenn die Deutsche Bahn noch Verspätung hat, hat man dann natürlich eine Stunde oder anderthalb Stunden, die man dann überwältigen muss. Ich fühle mich da wirklich regelrecht aufs Abstellgleis geschoben. Dabei müsste die Reise eigentlich gar keine solche Tortur sein. Bis vor kurzem konnten die Schüler nämlich ganz entspannt bis Rhöndorf durchfahren. Direkt um die Ecke ist ihr Berufskolleg. Erst seit neuestem müssen sie den Umweg über Königswinter nehmen, weil sie in Rhöndorf nicht mehr vom Bahnsteig 2 wegkommen. Denn dort gibt es jetzt nur noch eine unüberwindbare Treppe und keinen Übergang über die Gleise mehr. Das Bild zeigt den ehemaligen Übergang, der sich da vorne über die Gleise befunden hat. Und der ist halt im Oktober letzten Jahres abgerissen worden aufgrund dieser Modernisierungsarbeiten. Die Deutsche Bahn hat den Übergang abgebaut, weil es beim Überqueren der Gleise mehrfach zu Schäden an den Rollstühlen kam, die sie zahlen musste. Offiziell war der Gleisübergang nie gestattet. Das Skurrile daran, Bahnsteig 1 Richtung Köln lässt sich mit dem Rollstuhl mühelos befahren. Seit 1952 existiert das Berufskolleg für Körperbehinderte. Die Schulleitung weiß, dass die meisten Schüler den Bahnübergang genutzt haben. Die sind angewiesen auf diesen Bahnanschluss. Und es ist für uns überhaupt gar nicht nachvollziehbar, warum das jetzt plötzlich nicht mehr gehen soll. Hajo Slavski und sein Mitschüler Marcel Goller haben sich bei der Deutschen Bahn beschwert. Die Antwort, ein Brief. Hier heißt es zusammengefasst, bei Stationen mit geringerer Reisendenfrequenz erfolgt bei Neubauten und umfassenden Umbauten der barrierefreie Ausbau nur bei besonderem Bedarf, zum Beispiel Behinderteneinrichtungen vor Ort. Ich habe mich verarscht gefühlt, als ich das gelesen habe, dass aufgrund einer nicht vorhandenen Behinderteneinrichtung der Umbau nicht möglich ist. Und das ist wirklich von den Bürgern, weil wir sind hier eine Behinderteneinrichtung. Ändern wird sich an der Situation am Bahnhof wohl erstmal nichts. Die Bahn sagte gegenüber dem WDR, ein neuer Übergang sei nicht geplant. Die Schüler hoffen trotzdem, dass sich in Rhöndorf bald etwas tut, damit sie wieder barrierefrei reisen können. Als Fan des Bonner SC.